Ein herzliches Willkommen und zurück zu Let's Play Risen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, einmal Patty zu befreien. Und dann suchen wir Stahlbarts Schatz. Hoffe ich zumindest. Beziehungsweise ich hoffe, wir kommen da jetzt nicht noch in noch mehr Komplikationen rein, denn mein Mana-Trankvorrat ist ziemlich gesunken. Sehr stark sogar. Ich meine, ich habe zwar ein paar... Warte mal, was habe ich denn hier über? Banditenlager, Hafenstadt, Nordosttempel, Nordtempel, Ostküste, Osttempel, südliche Ruine, Südwestruine, Vulkanfestung und westliche Ruine, okay? Ja. Ich habe... Hier, wo ich einen Feuerball gezündet habe, habe ich die Stimme von Patty gehört. Das heißt... Diese wird wahrscheinlich hier unten gehalten. Und Tatsache. Und noch eine Steinplatte, sehr schön. Und nochmal. Schade. Jawohl. Cool, ich kann ein Skelett beschwören. Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Ja, aber... Na gut, du hast ja recht. Aber ohne die Seekarte waren unsere ganzen Mühen umsonst. Was? Zeig mir, wie ich besser springen und mich abrollen kann. Wenn du springst oder fällst, musst du dich bei der Landung abrollen. Dadurch kannst du aus größeren Höhen fallen, ohne dich zu verletzen. Tschüss, was für eine Seekarte. Hey, hallo? Was für eine Seekarte? Will die mich jetzt verarschen? Wo soll ich denn jetzt die Seekarte herkriegen? Ich habe alle 5 Hinweise. Was für eine Seekarte? Hey, die ist vielleicht ein Witzbold. Ich weiß nichts von der Seekarte. Karte der Insel, kleine Karte der Insel, Karte Banditenlager, Vulkanfestung, Osttempel. Interessant. Ich habe alle 5 Hinweise von Romanov. Ah, nicht von Romanov, von Stahlbart. So, und jetzt soll ich auch noch. Hey, was ist das für ein Scheiß? Die Pelle macht mich jetzt gerade fertig. Lässt sich von denen entführen. Ist total undankbar. Redet dann auch irgendwas von der Seekarte. Geschafft. Boah. Na, klasse. Ich bin gerade nur leicht überfordert. Ich weiß nicht. Ja, gut, und den Zaubereile habe ich leider auch nicht mehr. Ist natürlich auch sehr prickelnd.
Ich speichere mal kurz das Spiel. Ich mache jetzt einfach nochmal kurz Spiel speichern. Und dann wahrscheinlich werde ich jetzt hier sterben. Ja, werde ich auch. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Wahrscheinlich darf ich die Truhe schon mal nicht öffnen. Ist aber nur so eine vage Vermutung. Nee. Schon wieder so ein scheiß Ghoul, Alter. Boah, ich hasse diese Viecher. Ja, ist klar. Diese Ghule sind so abgöttisch nervig, ne? Verpiss dich! Stirb einfach. Nein, nicht den Bogen. Das ist jetzt uncool. Wo ist der Ghoul? Ja, jetzt auf einmal kannst du wieder sprinten, ne? Scheißviech. Leck mich. Fick dich, du. Missgeburtenviech. Stirb doch. Zack. Mann. Scheißgule. Einfach nur Scheißgule. Die rauben mir den letzten Nerv, mal ganz im Ernst. Ey, die sind schnell und hässlich und ekelhaft und doof und ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat, aber es war auf jeden Fall. Nee. Ätzend. Einfach nur ätzend. Oh, das war Taras Truhe. Nicht öffnen. Ich weiß zwar nicht, warum der plötzlich da so verreckt ist, aber. YOLO. Nehmen wir einfach mal so hin. Zwei Ghule. Nimm die Klinge, Mann. Zack. Und. Zack. Komm, stirb. Nein, hör auf. Zack. So, meine Fresse. Boah. Das war jetzt echt eine knappe Kiste. Nee. Krass, ey. So. Bulba. Hier ist was vergraben. Und die Wette Bulbas Truhe darf ich auch nicht öffnen. Na, safen wir mal kurz. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich sterbe ich. Ja.
Gut. Das war Bulbas Truhe. Hier oben ist keine Truhe mehr. Hier ist was vergraben. Fairgold darf ich wahrscheinlich auch nicht anlabern. Beziehungsweise, was heißt anlabern? Ne? Aber wahrscheinlich auch nicht die Truhe öffnen. Und ich sterbe jetzt eh wieder. Sag ich doch. Also diese Folge sterbe ich ein bisschen, ne? Ist ja nicht das Ding. Ich meine, wahrscheinlich könnte mir irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Da ist noch ein Kreuz. So, hier haben wir noch Barnabas, Korgan, Dillinger. Von Dillinger habe ich, glaube ich, gar nichts gelesen. Warte mal. Vielleicht bringt mir das doch was dazu lesen. So. Bulba war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für die Meuterer und 1 für den Schatz. Okay, Bulba war der erste Meuterer anscheinend. Ich vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern, aber nur ein Grab enthält mein wertvollstes Hab und Gut. Fairgold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war da kaum noch Platz. Damit sich auch in Zukunft niemand an mein Gold zu schaffen machen kann, stellte ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb tötet, der versucht, meinen Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm im Traum nicht eingefallen. Okay. Nur eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist. Wenn man mein Dietrich besitzt. Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Taras, okay. Auf den Gräbern stehen nun Kreuze, die Namen der Meuterer tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan in Ashandor einmal ausgeraubt hatte. Ob er heute auch noch stolz darauf wäre, ich werde es nie erfahren, okay. Speichern wir einfach nochmal. Ich mache einfach immer wieder ein Save und dann werden wir ja weitersehen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich... Doch nicht! Ha! Fette Sache. Stahlbad Seekarte. Und hier ist die goldene Kristallscheibe. Und 900 Gold. Perlenkette, geil. Also, damit ihr es wisst. Ihr müsst, den Schatz von Dillinger, öffnen. Hier, Fairgold waren Meuterer und Korgan waren Meuterer. Dillinger war einfach nur ein Säufer, der einfach, ja, unschuldig war. Bulba und Tara waren beide, ja, ebenfalls Meuterer. So, jetzt kann ich wieder zu Petty gehen, ey. Jetzt habe ich den Schatz von Stahlbart gefunden. Und die Kristallscheibe habe ich auch endlich. Krasser Scheiß, war das jetzt anstrengend. So oft wie ich jetzt
neu geladen habe. Das habe ich ja noch nie gehabt. Boah. Patty gibt mir auch keinen Hinweis, weil ich suche diese verkackten Hinweise. Dann wird die entführt und ich... Boah. Patty, du machst mich fertig, ey. Ohne Mist mal. Aber egal. Jetzt kann ich wenigstens wieder zu ihr hin. Zu ihr. Ihr hin. Okay. Aber trotzdem verstehe ich nicht so ganz, wie haben wir es zum Teufel geschafft, hier Patty da einzusperren, ohne von den Skeletten zerfleischt zu werden. Beziehungsweise ohne die Skelette umzukloppen. Naja, ich werde es nie erfahren. Das ist Computerspiel, das, ja. Hier, ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts Schatz? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleibe die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Wir werden sehen. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleine. Er hat Gefallen an ihr gefunden. Ich meine, sie ist ja auch der Hammer. Aber das interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig, denn ich will zum Inquisitor. Da, Vulkanfestung. Wieder der ultraschnelle Ladebalken. Kommt ja so selten vor. So. Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal gerade so hin. Ich wollte aber erstmal kurz ein paar Mana-Tränke brauen, bevor es weitergeht. Beziehungsweise ich kann auch noch das zweite Siegel erlernen. Oder war das zweite Siegel? Ich weiß es nicht mehr. Ich will das zweite Siegel verstehen. Gut. Dazu werden wir deinen Geist befreien. Bist du bereit? Ich bin bereit für das zweite Siegel. Dann los. Robaram Nil Laktas. Dein Geist ist nun befreit. Das zweite Siegel wird dir nicht mehr im Weg stehen. Unterrichte mich. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Es ist Zeit, deinen Feuerball zu verbessern. Wenn du deine Kraft konzentrierst, wird er sein Ziel schneller erreichen und mehr Schaden auf größere Fläche anrichten. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Du hast dein Wissen vertieft. Dein Feuerball ist stark und du kannst großen Schaden anrichten. Du stehst kurz davor zu lernen, wie du aus dem Kristall viel größere und mächtigere Energien freisetzen kannst. So. Ui.
hab ja gut was an Feuerball gelernt. Ja, das ist geil. Ja, ich brauche aber einen Alchemietisch. Jarvis, hau doch mal ab da, ey. Ich brauch den Tisch, nicht du. Wo muss der jetzt echt den Tisch besetzen? Weil ich glaube, bis der weggeht, dauert noch ein bisschen. Jetzt muss ich mir einen anderen Alchemietisch suchen. Naja, gehe ich mal hier runter. Ach, der besitzt doch auch den Alchemietisch. Mann, bin ich schlau. Hast du noch ein... Boah, 4000 Gold habe ich. Krass. Okay, dafür brauche ich jetzt weiter. Oha. Weiß nicht, das mache ich jetzt einfach mal so. So, jetzt habe ich zwar nur noch 2400, aber ist ja egal. Ich wollte jetzt mal hier. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Warum ist das eine schlechte Idee? Das verstehe ich nicht. Egal. Ich werde jetzt gleich das Tor öffnen. Ich habe alle 5 Schlüssel, alle 5 Kristallscheiben und dann geht's ab. So. Hier ist es echt Totenstille. Bist du bereit? Spar dir deine Luft, bis es losgeht. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Warum gehst du mit? Was habe ich denn für eine Wahl? Aber ich versuche, mich möglichst weit hinten zu halten. Das solltest du auch tun, wenn du länger leben willst. Bist du bereit? Ja, bereit. Ich hoffe, ich habe genug Heiltränke dabei. Die Nummer ist ein bisschen zu groß für dich, Kleiner. Hierfür braucht man echte Männer. So wie dich? Genau, Männer wie mich. Und jetzt verzieh dich. Tja, nur leider hab ich die Kristallscheiben. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Inquisitor führt uns zum Sieg. Hoffentlich. Ich habe schon weitaus schlimmere Situationen erlebt. Was kann hinter dem Tor schon sein? Nur ein paar Monster mehr. Die töten wir schon seit Wochen. Wenn du meinst. Alles klar? Dies ist der Moment, auf den wir alle so lange gewartet haben. Zusammen werden wir diese Insel retten. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Hier sind sie, alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Was ist mit den Magiern? Sie wollen die heilige Flamme beschützen. Zumindest behaupten sie das. Sprich du mit Ignatius.
Vielleicht kannst du ihn umstimmen. Und beeile dich. Ich werde das Portal öffnen, mit oder ohne Unterstützung der Magier. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Okay, ich soll Ignatius umstimmen. Ich bin mal gespannt. Mal schauen, wo er sich überhaupt aufhält. Ich meine, die Folge werde ich wahrscheinlich auch wieder überziehen, weil das jetzt gerade viel zu spannend ist. Ich habe die goldenen Scheiben gefunden. Das Portal kann geöffnet werden. Das Unvermeidliche nimmt seinen Lauf. Du klingst nicht gerade begeistert. Mendoza verfolgt seinen Plan und er ist bereit, alles dafür zu riskieren. Die Festung, die heilige Flamme und das Leben eines jeden Einzelnen von uns. Ich sage dir, kein weiterer Magier wird durch das Portal gehen. Und ich hoffe, du wirst das Schlimmste verhindern und in unserem Sinne handeln. Das heißt, ich soll mitgehen? Du musst gehen. Mendoza vertraut dir. Er braucht jemanden, der ihn davon abhält, uns alle in den Untergang zu treiben. Er braucht dich. Kannst du mir noch was mitgeben? Ja. Die heilige Flamme beschützt uns, aber wir wären leichtsinnig, wenn wir uns darauf allein verlassen würden. Hier, nimm dieses Amulett. Es soll dir Schutz gewähren. Und vergiss nicht, uns über alle Vorgänge zu unterrichten. Amulett der heiligen Flamme? Warte mal. Nee, hier war das. Groß. Vielleicht kann ich das gebrauchen. Gibt der mir noch was mit? Vielleicht eine bessere Rüstung? Nee. Schade. Nee, dann soll Mendoza das Tor öffnen. Boah, ich teleportiere mich hier wieder hin. Ich habe keinen Bock zu laufen. Ich bin viel zu neugierig. So, speichern wir. Double Save. So, Mendoza öffne das Tor. Die Magier werden dich nicht begleiten. Soll mir recht sein. Wir haben genügend Kräfte, um mit allem fertig zu werden. Und mit dir habe ich den besten Magier dieser Insel an meiner Seite. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Der Moment ist gekommen. Ui, ein paar Echsen. Toll, Echsenkrieger auch noch, ey. Scheiße. Ich habe keinen Mana mehr. Kacke. Gut, dass ich mir noch Mana-Tränke geholt habe, ey.
So. Ausrotten muss man nie. Mitten im Herz des Mach's besser. So. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Oh, Kapitel 3. Ich muss noch was... Wir haben keine Zeit. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Oha. Keine Sorge, ich bin gleich da. What the fuck? Das wäre geschafft. Ich hasse die Viecher. Das ist ein Brontok. Oh nee, ne? Magie wirkt hier nicht. Oh shit. Magie wirkt hier nicht. Scheiße, und ich habe mich nur auf Magie spezialisiert, ey, Kacke. Oh Mann, ey. Ich will einmal kurz zur Westküste. Oder muss ich zur Ostküste? Ich weiß es nicht. Nee, zur Ostküste, zur Westküste war ich ja schon. Ich muss nämlich einmal zu dem Druiden. Einmal dem Druiden berichten. Eieiei, mitten im Tempel. Mitten im Herzen der heiligen Flamme, oder was? Ey, wir gehen jetzt voll in den Vulkan rein. Ey, das ist ein Geballer wie sonst was. Ey, ich hab kein... Ey. Ich hab mich nur auf Magie spezialisiert, das ist das Problem. Da wäre ich doch mal mehr auf Kampf gegangen, ey. Klasse Aktion, ey. Fatsch, klasse Aktion. Gib auf dich acht. Gib auf dich acht. Uff, okay, ich dachte, du sagst mir irgendwas Weltbewegendes oder so. Nee, warum auch? Dachte, dich interessiert vielleicht, was Phase ist, aber nein, interessiert dich anscheinend nicht. Ich bin mal gespannt, wo es nicht mehr möglich ist zu zaubern.
Hier stand ich ja noch. Komisch, jetzt geht's wieder. Du! Siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschafter aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Ernsthaft jetzt? Magie wirkt hier nicht. Was soll der Unsinn? Ich helfe dir. Ja, mach das mal. Ja! Gute Arbeit. Das Vieh steht nicht mehr auf. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Okay, ich laufe anscheinend schon mal richtig. So, ich werde hier allerdings jetzt mal die Folge beenden. Ich habe sowieso schon überzogen. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.